Es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Materialien in der Skulptur und in der Plastik. Und eins davon, das möchte ich heute kurz beschreiben und vorstellen. Und zwar sind das hier die Herzstücke von Thomas Kühnapfel. Und da ist insbesondere auch der Prozess, wie das Ganze entstanden ist, interessant. Und zwar hat der Künstler Stahlplatten genommen, die aufeinandergelegt, an den Rändern verschweißt, hat an verschiedenen Stellen Löcher gelassen und durch diese Löcher mit Schläuchen Druckluft eingefüllt. Und so sind diese ganzen Knicke, die ganzen Verformungen auch entstanden. Und ja, so hat eigentlich dieses Kunstwerk, was sehr schwer aus Metall, aus Stahl ist, ja, durch Luft eigentlich erst seine eigentliche Form erhalten, was ich unglaublich spannend finde auch. Und ja, Thomas Kühnapfel ist ein Künstler, der in den 90er Jahren bei Tony Craig in Düsseldorf an der Kunstakademie Bildhauerei studiert hat, lebt heute in Rees hier am Niederrhein als Bildhauer. Und ja, diese Skulptur, ich habe auch schon des Öfteren gehört von Betrachtern, dass sie gesagt haben, es sieht aus wie Saftpäckchen oder wie Bluttransfusionsbeutel. Aber eigentlich macht ja wirklich auch die Luft das aus, wie es jetzt geworden ist zur endgültigen Form des Ganzen. Und von daher sind diese Assoziationen eigentlich gar nicht so falsch und so unpassend. Und ja, gerade dadurch, dass eben die Luft hinzugefügt worden ist, ja, lebt das Ganze oder es hat zumindest den Anschein, als ob das Ganze eben ja, organisch weiterlebt, sich entwickelt hat. Das ist eins von vielen Skulpturen, von vielen Kunstwerken hier im Skulpturenpark.